Hallo, mein Name ist Caroline. Ich bin Inhaberin von der Gärtnerei Melle, ein Familienbetrieb in dritter Generation in der Nähe von Bremen. Wir haben uns auf die Produktion von Garden Girls spezialisiert. Von anfänglichen 200.000 Töpfen produzieren wir heute 1,7 Millionen Garden Girls pro Jahr. Mittlerweile führen wir eine ganze Bandbreite, vor allem die Konzepte, die in den letzten Jahren entstanden sind. Da sind wir Innovationstreiber gewesen, haben viele Ideen hier bei uns im eigenen Betrieb entwickelt, wie zum Beispiel die Twister, die bunt verwirbelt sind, oder die Updown Girls mit einer hängenden Kalune als Convenience-Produkt. Durch diese Produktbreite können wir natürlich vor allem den Fachhandel gut bedienen und haben uns da in den letzten Jahren immer mehr drin spezialisiert. Ich fühle mich von der Garden Girls Gruppe sehr gut unterstützt. Wir haben 2021 unsere erste Messe, die Heidelights, gehabt und wir natürlich auch merken, dass wir dadurch viele Anfragen erhalten. Wenn wir die als alleiniger Betrieb nicht befriedigen können, weil wir nicht ausreichend Stückzahlen haben, haben wir mittlerweile ein sehr gutes Netzwerk, dass Garden Girls Betriebe uns dann einfach gegenseitig aushelfen. Wir führen alle Konzepte, die auf dem Markt sind von Garden Girls, von Fluffy über Twister zu Sunset Fire, Updown, Smixies, Lönneby, Herbstlavendel, Golden Angie, die neuen Next-Sorten natürlich, besonders farbintensiv. Bei den Rasters bieten wir im 12er und 13er die Uni-Sorten an und auch in einer 20er Ampel. Und die Raster bieten wir dieses Jahr sogar als Twister an, mit 3 Farben über Kreuz gesteckt. Also was mir bei Garden Girls besonders gut gefällt, ist, dass wir als Lizenznehmer ein hohes Mitspracherecht haben. Das bedeutet, dass wir mit bei den Sortenwahlen dabei sind, dass wir das Feedback unserer Kunden dort mit einbringen können. Im Moment sind wir vor allem bestrebt, wirklich möglichst leuchtende, langanhaltende Sorten zu produzieren. Ja, also wir sind aktuell extrem glücklich. Die Entwicklung der letzten Jahre waren einfach immens, was auch dazu geführt hat, dass wir uns natürlich als Betrieb vergrößern konnten. Und das ist einfach eine große Leistung gewesen, die wir da als Garden Girls Gruppe in den letzten Jahren zusammen erbracht haben.